Sprechen wir nun über das aktuelle Beachbook. Themen, die hier im Beachbook wichtigerweise genannt werden, ist hier entsprechend die Zölle, die Zinsen und der Arbeitsmarkt. Das sind wichtige Faktoren. Wir schauen jetzt hier ins Beachbook. An dieser Stelle natürlich wieder der richtige und wichtige Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Heute sprechen wir auf das Beachbook oder über das Beachbook. Worüber sprechen wir? Wir machen wieder, wie immer, für diejenigen, die das Ganze noch nicht kennen, eine kleine Einführung, was denn der Konjunkturbericht ist, was wir daraus lesen können, und wir schauen natürlich auf die aktuellen Fakten. Zum Thema Beachbook haben wir hier die wichtigen Informationen, was das denn ist, dieses Beachbook. Das Beachbook ist der Konjunkturbericht der USA. Das heißt, wir bekommen hier sehr, sehr wichtige und interessante Meldungen, die wir über die oder die die Zentralbank auch dazu nutzt, die wirtschaftliche Situation in den USA einzuschätzen. Ins Leben gerufen wurde das Ganze 1970 einfach aus dem Grund, weil man die wirtschaftliche Lage einschätzen wollte, wie es im ganzen Land ausschaut. Das ist hier entsprechend der Report über die 12 wichtigsten Verwaltungsbezirke in den USA, und da werden befragt Banken und Branchenexperten, Unternehmenslenker, Ökonomen. Das sind wichtige Ausschlaggeber, die uns dann hier wichtige Informationen über die Wirtschaft geben. Deshalb hat das Beachbook auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert, und nichts ist wichtiger für die Notenbanker, als die Wirtschaft des Landes zu kennen, damit die Zinssituation auch entsprechend von den Notenbankern mit angefasst werden kann. Das heißt, wir sehen hier aus den Informationen dieser 12 Distrikte Aussagen über ökonomische Trends. Wir bekommen hier Informationen über mögliche zukünftige Herausforderungen für die Wirtschaft. Positive Ergebnisse untermauern die Wirtschaft. Das heißt, wenn das Ganze sehr positiv ist, kann das Ganze den US-Dollar stützen. Negative Aussagen hier hingegen, und das ist das, was wir momentan immer häufiger hören, das sind Dinge, die die Wirtschaft entsprechend eindämmen können. Das heißt, beispielsweise auf den US-Dollar gesehen, das könnte den US-Dollar hier entsprechend schwächen. Und all diese Daten, wie ich das schon avisiert hatte, nutzt der US-Offenmarkt Ausschuss, das heißt, das ist der sogenannte FOMC, nutzt diese Informationen für den Entscheid der kurzfristigen Zinsen. Das sind mal die wichtigen Sachen, die wir hier rauslesen können. Veröffentlicht werden diese Daten in regelmäßigen Abständen hier im Board of Governors of the Federal Reserve System. Ich stelle auch gleich mal den Link mit hier ins System rein. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die sich das Ganze auch mit anschauen wollen, ich kopiere diesen Link mal ganz kurz. Da können Sie selbst auch auf die Website entsprechend mitschauen. Geben Sie mir einen ganz kurzen Augenblick. Ich kopiere das mal und packe das Ganze mal in den Chat mit hinein. So, Nachricht, da haben wir hier einmal der Link für das GoToWebinar. Kriege ich ihn rein? Nee, ich kriege ihn da nicht rein. Okay, kleinen Augenblick. So, Steuerung C, mal gucken, ob wir jetzt hier reinkriegen. Nee, ich kriege ihn leider nicht in das GoToWebinar rein. Ich poste ihn aber auf alle Fälle jetzt hier direkt mal im Facebook. Alle anderen, die diesen Link jetzt hier entsprechend nicht sehen, ich zeige gleich die Internetseite. Da können wir drauf gucken, wen das interessiert. Da sehen wir die wichtigsten Meldungen entsprechend. Veröffentlicht wird das Ganze 8-mal pro Jahr und dann immer sozusagen vor den entsprechenden FOMC-Meetings. Und jetzt hier die wichtigsten Sachen, die wir hier an dieser Stelle auf alle Fälle brauchen. Und zwar sind das die aktuellen Daten. Das heißt, wir schauen jetzt hier mal auf die Zusammenfassung der wichtigsten Fakten, die wir hier sehen. Und wir starten hier mit der gesamtwirtschaftlichen Situation. Das heißt, die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten in den USA. Was wird uns da momentan sozusagen angezeigt? Nummer 1. Wir sehen hier auf dem Gesamtweg, dass die Wirtschaft weiter mäßig bis moderat gewachsen ist. Das ist erst einmal auf den ersten Blick eine sehr gute Nachricht. Aber es gibt mittlerweile Meldungen hier von Dallas und Philadelphia, dass die ein langsameres Wachstum im Vergleich zur Vorperiode bringen. Das heißt, so ein Wirtschaftswachstum bricht ja in der Regel nicht von heute auf morgen ein, sondern es verlangsamt sich erstmal Stück für Stück. Da sieht man schon, da gibt es erste Anzeichen, dass die Wirtschaft sich etwas abstellt. Kansas City und St. Louis berichten nur leichtes Wachstum. Also auch da, man sieht so langsam eine Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage hier.
Was stabil geblieben ist, ist das Thema der Konsumentenausgaben. Das ist auch normal. Die brechen auch in der Regel nicht von heute auf morgen ein. Was hier ein interessanter Punkt ist aus meinen Augen, deswegen habe ich das mit angeführt hier, die Absätze im Gebrauchtwagensegment stiegen an. Und da stellt sich halt immer die Frage, okay, jetzt muss man mal schauen, wie sich der andere Autosektor entsprechend entwickelt. Das heißt hier, warum steigen denn die Absätze im Gebrauchtwagensegment an und entwickeln sich die anderen sozusagen im Neuwagensegment zurück? Das könnte ein erster Sparmoment sein, den hier entsprechend die privaten Konsumenten machen. Was hier bei den Autoproduzenten ein sehr, sehr interessantes Augenmerk ist, ist, dass die weiterhin besorgt sind über das Thema der Strafzölle. Ne? Strafzölle hatten wir ja schon beim letzten Mal auch genannt hier im Bischbuch. Die Wirtschaft kann davon durchaus auch negativ betroffen sein. Das heißt, das ist nicht zwangsweise nur gut für die USA, dass Strafzölle eingenommen werden, sondern wenn Strafzölle auf US-Produkte belegt werden, belastet das natürlich auch die US-Wirtschaft. Und das kann dann definitiv entsprechende Dinge hier ja für die Entwicklung in negativer Seite mit haben. Der private Hausverkauf bzw. der private Hausbau und der Verkauf von Immobilien tendieren langsam rückgängig. Ein weiteres Achtungszeichen, was wir hier sehen. Und wenn wir mal in den Bereich Farming gehen, dann berichten die Farmer hier durch Belastung oder Überbelastung von Regen. Gut, Wetter kann man nicht beeinflussen, das ist, wie es ist, das hat nichts mit der Wirtschaft zu tun. Aber, und hier sehen wir es auch, jetzt tauchen bei den Farmern, also im Agrarbereich mittlerweile auch, das Thema Zölle auf. Da muss man wirklich hingucken und sagen, was passiert hier mittelfristig? Und dann ein Blick in die Firmen. Grundsätzlich sind die Firmen aktuell weiterhin optimistisch, aber es gibt mittlerweile wachsende Sorgen über die Auswirkungen von Zöllen, über das Thema Belastung durch steigende Zinsen und das Thema der Arbeitsmarktbeschränkung. Das ist schwierig. Das kann hier, in Richtung einer wirtschaftlichen Abkühlung führen, was wir ja aktuell auch von anderen Stellen angezeigt bekommen. Schauen wir uns nun mal den Arbeitsmarkt und das Thema der Löhne an. Da können wir auch sehr, sehr viel sehen. Der Arbeitsmarkt ist ja ein Indikator dafür, wie gut es dem Einkommen der Konsumenten sozusagen geht. Hier im Bereich Arbeitsmarkt und Löhne sieht man, dass das Thema der Anstellungen weiter gewachsen ist. Hier auf geringem bis moderatem Land, beziehungsweise geringen und moderatem Tempo im gesamten Land. Aber die Lage am Arbeitsmarkt, die ist weiterhin angespannt. Was macht diese Anspannung? Und zwar ist die Anspannung aus der Seite zu sehen, dass man kaum qualifizierte Arbeiter findet und entsprechend, hoppala, hier fehlt jetzt was, und entsprechend Berichte über hohe Fluktuationsraten und Schwierigkeiten, Mitarbeiter hier zu halten. Das sind wichtige Faktoren, die wir hier am Arbeitsmarkt finden. Und das Thema mit den Mitarbeitern halten, ist halt auch, wenn die Mitarbeiter einfach so kündigen, eine hohe Fluktuation da ist, das ist halt wirklich auch immer schwierig entsprechend für die Unternehmen. Der Arbeitskräftemangel an sich führt hier zur Verlangsamung beim Beschäftigungswachstum. Ja, der Markt könnte eigentlich mehr gebrauchen, aber man findet einfach nichts, was der Markt gebrauchen kann. Also das heißt, das Unternehmen findet einfach keine guten entsprechenden Angestellten. Der Anstieg der Gehälter bewegt sich mittlerweile hin zur Oberseite einer moderaten Zunahme. Das heißt, hier ist der Druck wirklich auch da, und wenn das Ganze zu groß wird, dieser Druck, kann das auch schlecht für die Unternehmen sein, die machen weniger Gewinne, das ist dann wiederum schlecht für die wirtschaftliche Lage und dann natürlich auch schlecht für die Aktienmärkte. Was wir hier an dieser Stelle auch noch sehen, wir sehen mittlerweile erste Meldungen von Zusatzvergütung. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur Gehaltszahlungen, sondern es gibt noch was obendrauf. Wir sehen hier Gesundheitsleistung, Gewinnbeteiligung, irgendwelche Boni oder aber auch bezahlte Urlaubstage, einfach um die Arbeitnehmer besser im Unternehmen zu halten oder länger im Unternehmen zu halten, zu integrieren. Aber das kostet natürlich entsprechend alles auch Geld. Und wenn mittelfristig diese zusätzlichen Aufwendungen nicht durch höhere Preise am Markt durchgesetzt werden können, ja, dann kann das auch irgendwann negative Auswirkungen am Arbeitsmarkt haben. Da müssen wir noch abwarten, das ist hier noch nicht so weit. Aber man sieht hier erste Wolken und diese müssen wir natürlich immer wieder mit beachten an dieser Stelle. So,
Was haben wir als nächstes? Wir schauen als nächstes noch auf das Thema der Preisentwicklung. Die Preise sind ja so das Zünglein an der Waage. Das ist ja das, was auch die Inflation bewegt. Und die Preise sind auch das, was die Gewinne der Unternehmen beschäftigt bzw. bewegt in die eine oder andere Richtung. Und bei den Preisen ist es hier so aktuell, dass die Preise im Schnitt in mäßiger Geschwindigkeit angestiegen sind. Einige Bezirke berichten allerdings mittlerweile von höheren Anstiegen. Das heißt, wir sehen hier eine Zunahme entsprechend der Inflation. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, und da müssen wir wirklich hingucken, die Herstellungskosten, die steigen im Moment schneller als die Warenpreise im Verkauf. Das heißt, wir sehen hier mittlerweile Informationen, dass die Hersteller ihre Kosten nicht so weitergeben können, wie sie es gern möchten. Schwierig, da sinken die Margen. Das ist eine Situation, die man häufig am Ende von Wirtschaftsphasen sieht. Das heißt, hier müssen wir auch weiter beobachten, können denn diese Preise weitergegeben werden? Das heißt, ziehen die Warenpreisansteige doch nach und ist hier nur ein sogenannter Nachzugseffekt oder kommen wir hier in eine Situation rein, wo wir sozusagen keine massiven Zuwächse der Preise mehr sehen? Also das wird sich in Zukunft zeigen. Wichtiger Hinweis, wichtiges Indiz. Wir müssen hier natürlich immer schauen, was in Zukunft sich entwickelt. Das ist ja auch ein Grundgedanke hier. Man braucht diese Informationen aus der wirtschaftlichen Entwicklung, um sozusagen bestimmte Sachen regeln zu können. Wenn beispielsweise die Inflation zu schnell oder zu langsam wächst, dann können die Zentralbanken entsprechend gegenarbeiten. Das sind Dinge, die können wir hier immer wieder machen. Und da brauchen wir halt auch das Thema der entsprechenden Warenpreise. Was wir hier bei den Preisen weiterhin auch sehen, und das ist etwas, das hatte ich vorhin auch schon angekündigt, wir haben hier Zoll. Und wir bekommen mittlerweile immer wieder Berichte, dass sich die zollbedingten Kostensteigerungen im Bereich ausweiten. Das heißt, wir hatten das Ganze hier von Hersteller und Zulieferern am Anfang. Jetzt haben wir mittlerweile das ganze Thema auch im Einzelhandel und auch in Restaurants. Das heißt, das Thema Zölle und Kosten durch Zölle breitet sich in der Wirtschaft langsam Stück für Stück aus, macht sich breit. Und das ist halt ein Fakt, wo man einfach sagen muss, wie geht es hier denn weiter? Da bin ich auch mal gespannt, wie Herr Trump sich hier an dieser Stelle verhält, ob er hier eingreift und sich etwas zurücknimmt und etwas kooperativer vielleicht mit dem einen oder anderen Land ist. Das wird sich zeigen, bleibt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Aber hier, die Daten liegen jetzt entsprechend auf dem Tisch. Was wir hier sehen, logischerweise, der Ölpreis fällt nach unten. Wir sehen hier natürlich auch Berichte über fallende Öl- und Kraftstoffpreise. Aber auf der anderen Seite, die Frachtpreise steigen. Das heißt, das Ganze, die Waren durch das Land zu schiffen bzw. zu transportieren oder aber auch in andere Länder, da steigen die Kosten entsprechend an. Und das heißt halt auch negativ für die, sage ich mal, Margen der Unternehmen, wenn sie das Ganze nicht einfach an die Endkunden weitergeben können. Und als letztes noch ein Blick in die Hauspreise. Hier sehen wir, dass die Hauspreise in den meisten Märkten weiter steigen. Das ist jetzt einfach eine Information, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ob die weiter stark ansteigen oder hier Nachfragerückgang ist und die Preise langsam wieder anfangen zu sinken. Das muss man sehen. Solange wie das nicht in einem übermäßigen Bereich passiert, ist das sicherlich nicht ganz so schädlich für die Wirtschaft, sondern eine normale Entwicklung. Aber wir sehen hier den Anstieg. Das heißt, die Nachfrage ist in der Regel wahrscheinlich dann noch gut hoch. Deswegen steigen die Preise entsprechend weiter. Das hier also per heute zur Auswertung vom aktuellen BSBUK. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, wie kann sich das Ganze auf die Wirtschaft weiter auswirken? Wir sehen hier mittlerweile erste Sorgenfalten sozusagen am Markt bei den Unternehmenslenkern. Das muss man ganz einfach mit auf der Uhr entsprechend haben. Und deswegen können wir an dieser Stelle halt auch sagen, wir müssen das Ganze weiter mit beobachten und an dieser Stelle einfach sagen, wie geht es weiter? Aber wir sehen, dass die Aktienindizes, das haben wir ja entsprechend bei der Marktbesprechung heute auch schon gesehen, den Druck deutlich weiter nach unten in Teilen ausbauen, wie sich die Wirtschaft hier entwickelt. Das heißt, wir sind hier in einer Situation, wo der Druck momentan größer wird. Das Thema invertierte Zinskurve spielt momentan eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und ich hatte es auch schon gesagt, die größte Sorge der Banken hier im Endeffekt sind steigende Zinsen für den Aktienmarkt. Das heißt, der Aktienmarkt ist sehr sensitiv für die Zinsen und das heißt, steigende Zinsen sind schlecht für die Aktien. Und wenn wir hier auch eine inverse Zinskurve haben, und die inversen Zinskurven in der Historie immer ein Punkt waren, wo die Rezession in einem Land eingesetzt hat, dann ist das hier ein Fakt, der momentan einfach auf dem Tisch liegt und man wirklich Obacht geben muss, wie sich die Wirtschaft verhält. Und wenn das Thema in den Zinsen auch so weitergeht und den Preissteigerungen, dann kann es durchaus sein, dass uns hier in den USA in nächster Zeit entsprechend auch eine rezessive Phase
bevorsteht. Also das zu den aktuellen Informationen aus dem Bischbuk. Das haben wir damit durchgesprochen und sind mit diesem Thema für diesen Monat auch fertig. Wir schauen, was der Markt daraus macht. Nach dem nächsten Bischbuk sprechen wir natürlich dieses Thema wieder durch und können dann weitere Tendenzen entsprechend auch erkennen. Also das dazu an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie können diese Informationen gerne auch in die Planung Ihrer Trades entsprechend mit hineinnehmen.